Okay, YouTube-Aufnahme läuft jetzt auch. Dann würde ich mal sagen, legen wir direkt los. Ich habe hier unten bei den ganzen Pokébällen mal ein paar Kleinigkeiten dazugefügt. Wird sich im Laufe der Zeit noch ein bisschen weiter auffüllen, aber das ist mehr oder weniger das, was wir jetzt bis jetzt schon haben. Nämlich unsere beiden Protagonisten, die ersten drei Pokémon, die größere Rollen spielen und die wir im Team spielen dürfen, und die drei Pokémon, die uns bis jetzt im Paradies helfen. Mehr oder weniger freiwillig. So, okay, ich weiß gar nicht mehr, wo wir genau waren, aber ich glaube, wir müssen jetzt erstmal Paradies ausbauen, kann das sein? Erstmal schauen, was wir dafür überhaupt brauchen. Okay, der sagt uns aktuell noch nichts. So. Ich würde sagen, da machen wir halt einfach mal irgendwo einen Job. So, was haben wir denn? Also ich weiß, dass wir relativ bald Erde brauchen, deswegen sortiere ich das jetzt einfach mal nach Erde und schau mal, was wir da finden. Das wäre ein schöner Auftrag bis Ebene 7. Ich würde sagen, den machen wir hier jetzt einfach mal. So, wie sieht es denn eigentlich mit unseren Items aus? Ah ja, stimmt, ich habe mir ja ein paar Kleinigkeiten besorgen können. Ich habe jetzt noch nicht allzu viele physische Attacken, oder? Wobei, eigentlich ist nur Aquaknarre gerade speziell bei mir, das passt schon. Defense-Schall kriegt der Domi mal, das Zinkband kriegt Emolga, Viridium braucht aktuell noch nichts. Die ist eben ein bisschen über unserem Level. So, das Top-Elixier nehme ich lieber mal mit. Die dritte Sinelbeere nehmen wir auch mit. Ich habe keine Piercive-Beeren, überhaupt nicht. Na gut, aktuell haben wir jetzt noch nicht ganz so viel Zeug, aber wir können mal kurz schauen, was Mollo uns hier wieder verkauft. Ups, nee, da wollte ich jetzt nicht hingehen. Vergesst immer wieder das Teamzusammenstellung, bei dem an erster Stelle steht. Ich würde gerne einkaufen. Was hast du denn alles? Er hat zumindest eine Amarena-Beere, aber gut. Die braucht man jetzt auch nicht allzu häufig. Aber ein Stopper-Orb hätte er hier. Na gut. Dann rennen wir einfach kopfüber ins Verderben. Da haben wir ein Tarnpingion. Okay, da ist jemand eingeschlafen. Sporen wird wahrscheinlich. So. Irgendein Licht hier hat einen Star-Orb aufgehoben. Und ein anderes Licht hat einen Versammlungscape erwischt. Nehmen wir mit, können wir im Zweifelsfall noch gut verkaufen.
Na, der hat den Erstarrorb, sehr schön. Von den Dingen kann man ja nie genug haben. Auch wenn es aktuell noch nicht wirklich notwendig sein wird. Okay, da ist jemand im Brandzustand. Okay, der Brandzustand macht dem jetzt gerade nicht so viel aus. Der heilt sich schneller gegen, als dass der davon irgendwie drauf gehen könnte. Hörst du wohl auf damit? So. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit den Brand hier abzuwarten. Geh mal einfach weiter. So. Hier haben wir eine Sinelbeere. Ganze restliche Team geht den anderen Weg. Schön, dass die mich alleine lassen. Moment mal. Ich habe es mir fast gedacht. Da hat jemand eine Persivbeere aufgehoben. Die hätte ich gerne. Ein Skalluk möchte sich uns anschließen. Will irgendjemand ein Skalluk sein? Wieder Frage an den Twitch-Chat. Aber der hat sich heute irgendwie noch gar nicht gemeldet. Gut, meldet sich auch irgendwie gerade keiner. Dann bleibt das Gall. Ja, es ist noch nicht so viel los, ich habe es mitbekommen. Ich soll es Valley nennen. Okay. Wenn ihr meint, dann nennen wir es halt Valley. Und hi Proto. So, Valley kann da auch gleich mal ins Paradies zurück. Ich schaue mich hier im Dungeon noch ein bisschen um. Domi erreicht Level 14. Sehr schön. Und es brennt schon wieder jemand. Wie schaffen die das die ganze Zeit? Ja, gut. Da ist ein Level-Up für mich. Da waren es nur noch drei bis zur Kalkklinge. Und da ist eine Attacke leicht aufgestiegen. Okay.
Hier scheint es aber sonst nichts mehr zu geben. Außer einem schlafenden Glibunkel. Er hat auch Trockenheit. So. Hallo Baum, welche Nachricht meinst du? Ich sehe hier keine weitere Nachricht von dir, außer die drei, die du jetzt gerade geschrieben hast. Auf jeden Fall, wir haben hier einen Glibunkel. Möchte jemand ein Glibunkel sein? Der Baum will ein Glibunkel sein, okay. Dann machen wir das jetzt einfach so. Okay. Und du darfst auch direkt nach Hause gehen. So. PMD2 Flashbacks. Ja gut. Unser nettes Glibunkel aus der Glibunkeltauschbörse in der Knuddeluftgilde. Also bitte, Baum, nicht einfach so spoilern. Ich weiß, der kommt zwar jetzt bald vor, aber trotzdem. Wir haben hier auch ein paar Zuschauer, die dieses Spiel noch nicht kennen. Immer diese Versammlungscapes hier. Ja, Baum, so solche Leute gibt's. Jetzt habe ich nicht gesehen, was er mir jetzt weggenumst hat. Auf jeden Fall finde ich es nicht so toll, dass er mir einfach sowas weggenumst hat. Dann schauen wir mal, wo der Gang hier noch hinführt. Auf jeden Fall erstmal zu einem Tampignon. Mein Tackle wurde aufpoliert, sehr schön. Die Attacken in dem Spiel steigen hier einfach noch so verdammt schnell. In Super Mystery Dungeon geht das wesentlich langsamer. Na gut, dann halt nicht. Ein Tarnpignon. Möchte jemand ein Tarnpignon sein? Wer tarnt sich denn gerne als Pokéball von euch? Und ist in Wirklichkeit ein Pilz. Ansonsten hätte ich gerne wieder Vorschläge, wie ich es nennen soll.
Baum, du hast gehört, der Pfaffer will. Ja, gut. Dann will der Pfaffer. So, dann schicken wir den auch mal zurück zum Paradies. Oh, der hat Geld liegen lassen. Sehr schön. Geld kann man immer brauchen. Wie schaut's denn eigentlich mit den Attacken aus? Bis auf den Mogelhieb von Dommy ist noch nichts wirklich sehr weit unten. Na gut. Und hallo Pokéfreak, schön, dass du dabei bist. Oh nee, nicht Konfustrahl. Ich setz den aus, ist mir scheißegal. Natürlich treffe ich damit nicht. So. Nutzen wir das einfach mal ein bisschen zum Trainieren. Ruckzuckhieb ist inzwischen schon auf Rang 2 grün. Nett. Ein Flapterix. So, oh, direkt die Treppe gefunden. Komm schon, die Aquaknarre braucht ein Level-Up. Sehr schön, Aquaknarre Stufe 2. So langsam gehen die Attackenpunkte auch ein bisschen nach oben. Geld, noch mehr Geld. Geld kann man immer brauchen. Hier ist eine Sackgasse. Ein leerer Raum, nicht mehr Glitzerboden oder sowas hier. Na gut, gehen wir weiter. Ein Heilsamen, das ist immer gut. Was haben wir hier? Ein Spezialband. Ui, nice. Das Ding geben wir mal. Ich glaube, dem hast du mal aktuell noch mehr Spezialattacken. Und den Defense-Schal geben wir dafür dann mal Viridium. Damit die auch was trägt. Okay, dafür bräuchten wir ein Gift-Pokémon, dass wir da durchkommen. Sowas haben wir leider nicht dabei. Aber das ist dann dementsprechend eine kurze Ebene, wenn hier wieder eine Geheimebene dran ist. Ja, hier ist auch eine Sackgasse. Bis auf Ebene 7 müssen wir, wenn ich mich recht erinnere. Wie schaut's bei den Attacken aus? Okay. Der Dommy hat schon wieder ziemlich alle verballert.
Dann lösen wir das doch einfach mal so. Moment mal. Wo war das nochmal? Nee, hier war das nicht. Hier war's. Du kommst bitte mal wieder mit mir mit. Der Rest darf noch frei rumstreunen, wie er Lust hat. So. Zumindest ein Wunderfeld haben wir hier. Hier ist auch nix. Ja, dann kann die Treppe ja schon fast nur noch an einem Ort sein. Auf jeden Fall irgendwo hinter diesem Gang. Da ist sie auch. Da greifen wir mal lieber zusammen an. So, jetzt müssen wir den tollen Stein noch finden. Tackle ist auch bald auf Level 2. Und Imolga ist auf Level 17 aufgestiegen. Ich liebe Konfustrahl. Die Treppe dürfen wir ja nicht nehmen, wir müssen das Item suchen. Hier ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Da ist es. Ich will mich hier aber noch ein bisschen umschauen. Hier ist noch ein Baumball. Tackle auf Level 2 aufgeschrieben. Ui, eine Funkelbox. Sehr schön. Das kann man dann zu Ramaidon bringen. Hat sich sehr direkt gelohnt, noch ein bisschen zu warten und das weiter zu erkunden hier. So. Eine kurze Frage, wie schaut es denn bei den anderen mit den Attackenpunkten aus? Emolga und Viridium haben eigentlich von beiden, also haben beide eigentlich noch mehr als genug. Die kann ich eigentlich noch eine Zeit lang rumrennen lassen.
Sieht aus, als hätte Domi überhaupt keine Attackenpunkte mehr, sonst würde er nicht mit den normalen 5 Attacken angreifen. Baum, was soll das heißen? Das ist so dunkel hier drin, ist, dass du mich nicht hören kannst. Ja, ich weiß, dass es ein SpongeBob-Meme ist. Ein Warp-Samen. Einmal gespeichert. Und dann können wir direkt weitermachen. Mal schauen, ob es wieder irgendwas gibt. Sieht so aus. Strepoli ist wieder da. Oh, Strepoli. Und die beiden Praktibalk. Entschuldigt, dass es etwas gedauert hat. Aber heute feiert Strepoli und Co. ihre große Ladeneröffnung. Echt? Das heißt dann ja... Du sagst es. Ich bin zwar noch nicht wieder ganz der Alte, aber es wird langsam. Auf jeden Fall kann ich jetzt wieder in guten Gewissens als Baumeister arbeiten. Der Boss hat gestern die ganze Nacht geübt und kein Auge zugemacht. Und natürlich hat er dafür gesorgt, dass auch wir kein Auge zukriegen. Ihr habt doch gesagt, ihr wolltet ein Pokémon-Paradies errichten, oder? Dort wollt ihr doch bestimmt noch ein paar Einrichtungen bauen. Das übernehmen wir. Echt? Das würdet ihr für uns machen? Selbstverständlich. Ich bin zwar noch etwas aus der Übung, aber ich lege mich ins Zeug. Und natürlich kümmern wir uns auch um die Erschließung eures Grundstücks. Erschließung? Ja. Ist doch noch alles Brachland hier. Ich meine, der Großteil eures Grundstücks ist ja noch nicht mal begehbar. Das stimmt. Unser Zuhause ist tatsächlich von lauter Brachland umgeben. Überall liegen Felsen und umgefallene Bäume, die den Weg versperren. Unmöglich, da durchzukommen. Schon klar, auf Brachland kann man nicht einfach so Einrichtungen bauen, was? So ist es. Aber bei uns ist euer Grundstück in guten Händen. Wir erschließen es für euch und bereiten es für alle möglichen Einrichtungen vor. Dann könnt ihr darauf bauen, wonach euch das Sinn steht. Aber eines muss euch klar sein. Ob ihr nun Einrichtungen baut oder Land erschließt, ihr braucht dafür Geld und Baumaterial. Baumaterial? Du meinst Sachen wie den stabilen Efeu, den du zum Üben wolltest? Genau. Von diesen Baumaterialien spreche ich und ihr bekommt sie als Lohn für Jobs. Ich erkläre euch kurz den Ablauf für den Bau einer Einrichtung. Zuerst mal erledigt ihr ein paar Jobs. Dann, das verschafft euch das nötige Geld und die nötigen Baumaterialien. Danach bittet ihr einfach uns als Strepoli und Co. euer Brachland zu erschließen. Und sobald das Brachland erschlossen ist, könnt ihr Einrichtungen drauf bauen. Für den Bau der Einrichtung bedarf es dann des gleichen Prozederes. Ihr erledigt ein paar Jobs. Verschafft euch so das nötige Geld und die nötigen Baumaterialien. Woraufhin wir euch dann diverse Einrichtungen bauen können. Das ist im Großen und Ganzen der Ablauf. Los geht's aber mit der Erschließung. Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Danke, Strepoli. Jetzt sind wir schon viel schlauer. Kilian, wir sind unserem Traum vom Paradies einen Schritt näher gekommen. Erschließen wir dieses Brachland und bauen wir ein paar Einrichtungen, die uns bei unseren Expeditionen helfen. Hinweis. Im Menü wurde Baumaterial hinzugefügt. Bla bla bla. Okay. Ja, das Wegekreuz steht auch im Brachland, aber dort ist auch Chuck Norris die ganze Zeit unterwegs. Also von dem her, Chuck Norris kann auch auf Brachland bauen.
So, Mollort, hast du was Schönes für mich? Okay, dann schnappe ich mir hier einfach mal den... Oh, ich habe keinen Platz. Moment, das können wir doch leicht erledigen. Erstmal wieder Inventar entrümpeln. Okay, erstmal legen wir ein paar Sachen ab. Die Versammlungscapes verkaufe ich gleich noch. Sinelbeeren reicht's, wenn wir drei dabei haben. Fragebeeren brauche ich nur eine. Heilsamen reicht mir aktuell auch einer. Braucht man nicht. Braucht man nicht, braucht man nicht, braucht man nicht. Und die benutzen wir gleich noch. Ich habe doch hier noch zwei Versammlungscapes. Die nehme ich beide mal mit. Die verkaufen wir dann einfach mal. Dann kriegen wir ein bisschen Geld dafür. So, dann verkaufen wir jetzt erstmal was. Und zwar... Entschuldigung, musste kurz niesen. So, 400 Poke bekommen für ein paar Schals, die ich sonst nie gebraucht hätte. So, dann holen wir uns jetzt diesen Belebersamen hier. Das restliche Geld spare ich mir gerade noch, weil es kann sein, dass ich vielleicht sogar noch was bauen will. So. Wir brauchen erstmal eine Erschließung. Okay, dafür braucht man noch frische Kräuter. Dann können wir die erste saftige Wiese bauen. Das heißt, wir müssen nachher eine Mission machen, für die es frische Kräuter gibt. Aber jetzt schauen wir erstmal kurz nach Raststadt rüber. Ramirons Boxknacker wurde eröffnet. Ja, sehr schön. Hört mal her, es ist endlich soweit. Die Renovierung meines Ladens ist endlich abgeschlossen. Der Boxknacker hat also offiziell wieder offen. Freut euch, Freunde. So. Ramaidon hat sowieso die beste Art und Weise, Boxen aufzumachen, finde ich. Und was ist drin? Ein Top-Elixier. Na gut, ist nicht unbedingt das Beste, was in den Dingern drin sein kann, aber es ist aktuell sogar etwas, was ich brauchen kann. Also von dem her will ich mich jetzt mal gar nicht so sehr beschweren. Kecleon, hast du denn was Schönes für mich? Bam, 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 bam. Gerade nicht wirklich. So. Sehe ich das richtig, dass der Goldbahnladen auch schon offen hat? Nö, hat er noch nicht. Aber da stehen die Malgon Dummiesel. Aus den Boxen in Pokémon Super Mystery Dungeon hat man alles Mögliche bekommen. Von Goldbahnen über Proteine, Belebersamen und lauter andere Vitamine und so ein Zeug. Bis hin zu TMs. Ich habe zum Teil sogar schon Regenbogen-TMs aus den Dingern rausbekommen. So. Okay, wir brauchen eine Mission mit frischen Kräutern, haben wir gesagt. So, wo haben wir es denn? Haben wir etwa gar keins da oder habe ich mich jetzt verschaut? Moment mal. Ich brauche frische Kräuter, okay. Okay, da wäre zumindest schon mal eine. War das hinter Baum? Nee, das sind die Zweige. Ups, da wollte ein Stück zu weit zurückgegangen. Naja, bei Gras war's. So.
Hainhöhle, Ebene 6. Eins von den beiden würde ich also machen. Nehmen wir einfach mal den hier. Den machen wir auch sofort. Und dann können wir nach der Mission dann unser erstes Grundstück erschließen. Ja, gehen wir schon direkt los. So. Attackenpunkte haben wir wieder alle. Naja, und... wo war das nochmal? Du darfst auch wieder machen, was du willst. Ja, vor allem darfst du erstmal ein Level-Up haben, das ist wichtig, ja. Und da ist ein Level-Up für mich. Zwei noch. Wie Domi mir einfach die ganze Zeit hinterher rennt. Obwohl das gar nicht müsste. Ein Igelsamen. Hörst du auf mit sowas? So. Da ist ein Kindwurm. Der hatte einen Vitalorb dabei. Sehr schön. Eine Win Condition gegen den Endboss. Ja, ein Ekelsamen. Da hast du schon recht. Naja, hier ist die Treppe. So, dann lassen wir unsere Kollegen wieder ein bisschen durch den Dungeon rumrennen. Box. Ja, damit. Mit verringerter Genauigkeit will ich da jetzt auch nicht unbedingt rumstehen. Okay, da ist eh jemand vergiftet gerade. Und da war sowieso schon der Wind. Okay, wer möchte ein Kindwurm sein?
Freiwillige vor. Was heißt hier interessante Art, meine Teammitglieder zu trainieren? Das mache ich in dem Spiel immer so. Also gut, wer möchte ein... Proto möchte ein Kinnwurm sein, okay. Dann nennen wir den jetzt Proto. So, Proto, du darfst auch nach Hause gehen. Ein Kekleonladen, okay. Was haben wir denn hier? 7,49 habe ich. Ein Zinkband, Plosivsamen und ein Kalzium, das ich mir nicht leisten kann. Schade. Natürlich. Viridium sei mal so nett und hau den schnell kaputt. Schon mal die Treppe. Ich könnte jetzt noch den Bereich hinter dem Keklenladen erforschen, aber gerade keine Lust. Ob ich am Ende mal gegen das Kecleon kämpfe? Puh. Ich weiß nicht, ob ich in dem Spiel so weit spiele, dass ich es mit dem aufnehmen könnte. Ich weiß jetzt auch nicht, wie stark das Ding in Gates to Infinity genau ist. Gewissheit wurde aufpoliert. Und da kommt der gute alte Wind. Und ich weiß, dass ich nach dem Wind noch wesentlich länger Zeit hätte. Ich kann, glaube ich, dreimal den Wind abwarten, bis ich wirklich darauf reagieren muss. Aber aktuell habe ich eh noch nicht genug Attackenpunkte, um das die ganze Zeit durchgehend machen zu können. Eine schöne Box. Eine Maronbeere. Hier ist gar nichts. Viridium begleitet uns mal durch diesen Gang. Was bei dem Wind passiert, wenn man zu lange auf einer Ebene in einem Dungeon verweilt, dann wird man von einem mysteriösen Wind aus dem Dungeon herausgepustet. Schon wieder ein Kekleonladen. Was haben wir hier? Ein Taubsamen, Plosivsamen und das ist ein Eisen, das ich mir mal wieder nicht leisten kann. Wie schade. Dann schauen wir mal noch, was da hinten oben ist.
Ob man sein Geld hier verliert, weiß ich gar nicht, weil wenn du hier in einem Dungeon K.O. gehst, dann behältst du dein ganzes Geld. Der einzige Grund, warum du hier Geld in der Lagertruhe ablegen kannst, ist die Tatsache, dass du maximal 9.999 Poke bei dir tragen kannst. Und falls du in einem Dungeon mal irgendwie so viel findest, dass du über dieses Limit quasi rauskommen würdest, dann kannst du ja kein Geld mehr einsammeln. Flapterix haben wir bereits eins. Den lass mal ziehen. Immer schön die Attacken leveln lassen. Und nebenbei noch ein bisschen Erfahrungspunkte fürs ganze Team einsacken. So. Oh, da gibt mir jemand einen Fadenschuss. Viridium erreicht Level 22. Und da kommt der Wind. Muss jetzt direkt mal schauen, wie es mit den Attackenpunkten noch aussieht. Okay, der Mogelhieb ist alle, wie immer. Der ganze Rest sieht aber noch einigermaßen gut aus. Level 17, nee, 18 ist für Emolga. Okay. Ich glaube, der Donnerschock ist gerade auf Level 3 gekommen, kann das sein? Ja gut, der Ruckzuckhieb ist aber auch schon auf halbem Weg auf 4, wie ich das gerade sehe. Aber gut, dann kriegt Domi wenigstens ein bisschen mehr Attackenpunkte und die hat er ja dringend nötig. Dem gehen sie ja immer als erstes aus. Noch eine Persivbeere, nehmen wir mit. Und dann lassen wir sie mal wieder ein bisschen rumrennen. Ich habe das, was ich da gerade gelesen habe, hat mir nicht gefallen. Da hat ein Skalle gerade einen Belebersamen mit dem Pflücker rausgenommen.
Hui. Das ist ja schon ein One-Hit hier. Hast du schon wieder gar keine Attackenpunkte mehr? Ja, hast du. Dann kommst du einfach mal mit mir mit. Und der Tackle wurde wieder aufgestuft. Sehr schön. Wie schauen die Attacken eigentlich inzwischen aus? Nur mal so beim Ruckzuckhieb. Ja, der hat mittlerweile schon mehr Stärke am gelben Teil als am roten. Und zwar deutlich. Gut, der Tackle wird auch langsam ein bisschen stärker. Und Level 16, eins noch. Und auch Level 16 für Dommy. Sackgasse. Das soll nur mal einer sagen, die 5 Schadenangriffe bringen nichts. So, Treppe ist jetzt entweder da hinten oder da unten, auf der genau gegenüber von dem Raum hier. Oh, das geht hier noch weiter. Hier ist die Treppe. Wo geht's denn hier noch weiter? Ach, da hinten geht's ja auch noch. So. Im Molgon Viridium rennen nur da unten rum. Interessant. Hui, Box. Haben die eigentlich noch Attackenpunkte? Genügend. Viridium mal auch eine Funkelbox gefunden, das ist sehr schön. Wie es mit dem Paradies aussieht, bis jetzt noch ziemlich viel Brachland. So, jetzt müssen wir noch Vegeta finden. Ja, so viel dazu.
Moment mal, ich stelle mich mal in einem benachbarten Raum. Wir machen es einfach so. Ich kann ja jetzt noch ein bisschen rumrennen lassen. Sollen die ihre Attacken noch ein bisschen trainieren? Vor allem noch ein bisschen XP farmen. Ruckzuckieb hat auch gleich wieder einen Level up. Wir haben hier einen Lilminip. Will jemand ein Lilminip sein? Beziehungsweise, wie soll ich es nennen, wenn es keiner von euch sein will? Also, ich warte auf Vorschläge. Wieso Corazon? Wenn niemand Vorschläge hat, dann lasse ich es mit dem Spitznamen. Weilbaum. Ah ja. Tolle Begründung, aber... Nee, heute ausnahmsweise mal nicht. Na, wenn du meinst, Baum. Ich weiß zwar nicht genau, warum du das willst, aber... Oder... Ne, mit Doppel-S wolltest du es, ne? Mit einem... N. Aha, ich weiß zwar immer noch nicht genau. Kekslover 24? Nee, das ist mir jetzt zu random. Beutel ist voll. Dann schauen wir doch mal, was wir hier liegen lassen können. Erstmal einfach eine Maronbeere, dann können wir wenigstens nicht mehr einschlafen.
Mal schauen, vielleicht kriege ich noch ein Level-Up auf meine Aquaknarre. Yep, da war noch ein Level-Up für die Aquaknarre. Jetzt mit der ja auch langsam. Aber jetzt gehen wir weiter. Ja, ich muss jedes Pokémon ins Paradies schicken. So, hier kriegen wir 200 Poké, bisschen Quellwasser und die frischen Kräuter. Und noch ein Kraftband. Und 40 Paradiespunkte. Okay, bis später, Baum. So. Na, dann wollen wir doch unser Paradies einmal ausbauen. So. Wir haben ja eh nur ein einziges Gebiet zur Auswahl, das wir erschließen können. Und mehr als eine saftige Wiese können wir aktuell auch nicht machen. So. Ah ja, der gibt uns direkt die Baumaterialien jetzt für ein Sinelbeerenfeld. So. Und wir haben mehr Platz für Pokémon ab jetzt. So. Ja, wenn wir jetzt eine Einrichtung hier bauen wollen, dann müssen wir einfach nur die Schilder anquatschen. So. Ja, ich möchte hier etwas bauen. Und weil du mir vorhin schon die Sachen für ein Sinelbeerenfeld gegeben hast und ich sowieso noch nicht unbedingt das Zeug habe, was ich ganz, ganz gerne bauen will. Ja, für den ganzen Rest habe ich noch nicht die Baumaterialien. Bauen wir jetzt halt erstmal ein Sinelbeerenfeld. So. Und heute haben wir ein Elezebar, das das Sinelbeerenfeld betreibt. Ist immer ein bisschen random, welche Pokémon da diese Läden betreiben. So, und das Ding kann man jetzt auch direkt mal benutzen. Und können hier Sinelbeeren einpflanzen. So, und weil ich ja jetzt unbedingt ein paar bestimmte Sachen bauen will,
Als allererstes ein Wasserdojo. Muss ich mal schauen, was ich dafür brauche. Ich brauche Schimmermetall und Hartsteinsplitter. Also dann schauen wir erstmal, also wir sortieren mal nach Metall. Schauen wir mal, ob es irgendwo sogar was gibt, wo Hartsteinsplitter dabei sind. Hier müssen wir Azurel retten. Nehmen wir den Job hier einfach, den machen wir aber erst später. Wir tun ihn erstmal zur Jobliste, weil ich will noch aus dem Paradies raus. Und zwar... Na gut, verkaufen kann ich ihm jetzt erstmal schlecht was. Aber... Na ja gut, ich benutze erstmal mein Geld, um die ganzen Boxen aufzumachen. Wird wahrscheinlich eh nicht ganz reichen. So viele Boxen, wie ich da jetzt gefunden habe. Aber mich würde es ja nicht wundern, wenn da nicht mindestens eine Teamfähigkeit mit dabei wäre bei den ganzen Boxen. Okay. Ich habe genug Geld für 4 von den Boxen gerade mal. Ein Goldbahn. Nett. Haben wir ja schon mal den ersten. Ein Piercive-Schal, den können wir verkaufen. Ui, nett, eine Zitrubeere. Das ist super. Ich liebe diese Boxen. Und ein Top-Elixier. Habe ich zufällig noch was in meinem Lagergedünst, was ich verkaufen kann. Was ich jetzt nicht so unbedingt brauche. Die Flea-Ops brauche ich mal nicht so dringend. Mehr Platz habe ich gerade nicht. Die 3 Flea-Ops kannst du haben. Mit dem Persiv-Schal. Das reicht zumindest schon mal für 2 weitere Boxen. Ich könnte natürlich den einen Goldbahn für ein bisschen Geld eintauschen, aber das ist mir den Goldbahn nicht wirklich wert. Noch ein Top-Elixier, sehr schön. Ramaidon kriegt keine Kopfschmerzen. Und noch ein Goldbahn, sehr schön. Gut, die letzte Box muss wohl etwas warten. So, Persivbeere weg. Maronbeere brauchen wir auch nicht unbedingt. Top-Elixiere reichen mir 2 Stück. Damit wir auch schön ein paar Items mitnehmen können im Dungeon. So. Ach ja, apropos, was ich noch nachschauen wollte. Was für ein fliegender Händler ist da? Ich habe vorhin gesehen, dass einer da ist. Okay. Was hast du denn für mich?
Okay. Ein Bären- und Samenladen. Was hast du denn? Jetzt nicht unbedingt irgendwas, was mich interessieren würde, außer vielleicht den Flinksamen. Also lassen wir das erstmal. Wir gehen jetzt zu Azumarill und machen den nächsten Job. So. Na dann, los geht's. Kackschlucht. Da waren wir ja, glaube ich, auch schon mal. Und Moment. Du darfst wieder machen, was du willst. Ein Stopperorb. Nett. Wie ein Erstarrorb, nur besser. Okay, relativ kleine Ebene. Und wieder eine Box. Na gut, gehen wir weiter. Die Ebene ist mir ein bisschen zu klein. Wie lang der Stream heute geht, ich weiß selber noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich so lange mache wie das letzte Mal. Eine Sinnelbeere. Ich weiß nicht, ob ich das heute so lange schaffe, Kenji. Das kann ich nicht versprechen. Also zumindest nicht mit dem Stream. Wie lange ich danach noch aufbleibe, ist eine andere Sache. Okay.
Wir hätten sogar schon wieder eine Teamattacke bereit, sehe ich gerade. Die Viecher hier geben zum Teil echt gut EP. Apropos EP. Wie viel brauche ich eigentlich noch? Oh, kurz davor. Sehr schön. Level von dem Molga auf 19 und der lernt eine neue Attacke. Was lernt er denn? Doppelteam? Nee, danke. Und da ist Level 17. So, ich lerne jetzt auch erstmal eine neue Attacke. Und die bringe ich mir auf jeden Fall bei. Dafür kann der Energiefokus weg. Und jetzt müsste Domi auch Level 17 erreichen gleich. Also gleich im Anschluss, nachdem die ganzen Statuswerte durch sind. Habe ich eigentlich die Sinelbeere, nee, Citrobeere wollte ich sagen, dabei? Ja, die habe ich sogar dabei, sehr schön. Maximale KP um 2 erhöht. Moment mal. Ruckzuckhieb ist schon kurz vor Level 4. Der Ruckzuckhieb steigt immer viel zu schnell, aber das kommt eben immer davon, wenn man drei Pokémon dabei hat, die Ruckzuckhieb können. Ja, jetzt ist er Level 4. Gut, mittlerweile doch ganz schön stark geworden. Dafür, dass das Ding eigentlich kaum Basisstärke hat. Und da ist der Wind. So, jetzt müssen wir erstmal die Kaltklinge ein bisschen trainieren. Und natürlich sind hier gleich, ist ja gleich mal ein Glibunkel. Und ich muss die Attacken mal bei mir ein bisschen anders sortieren. Moment mal. Das geht, glaube ich, hier, oder? Oder? Ah, nee, warte. Das muss man hier, glaube ich, drin machen. Moment mal. Die Kalkklinge brauche ich auf A. Tackle auf X, das passt. Der Rest. Aquaknall auf Y passt auch. Okay. Da hätten wir zumindest schon mal die Treppe. Natürlich sind jetzt hier nur noch Glibunkel, die ich mit meinen Wasserattacken nicht treffen kann. Ich hätte gern irgendetwas, was ich mit meiner Kalkklinge verprügeln kann, danke. So.
Natürlich ist es ein Glibunkel. Was sollte es auch sonst sein? Gut, dann erforschen wir den Teil da oben halt auch noch schnell. Okay, da geht's wahrscheinlich eh nur dorthin. Ein Keklionladen. Ich habe wahrscheinlich kaum Geld dabei, natürlich. Ein Plosivsamen, ein Spezialband und noch ein Plosivsamen. Ein Skalik. Ich kann endlich mal das Ding hier richtig einsetzen. Na komm her. Ich weiß, dass das Ding nicht effektiv gegen Pflanzen ist, aber ich will sie aktuell einfach nur trainieren. Gewissheit auf Level 2. Zumindest bis auf die neu bekommene Kalkklinge jetzt keine Level 1 Attacken mehr. Und Viridium hat einen Level Up. Und hallo Leon, schön, dass du auch da bist. Okay, wir müssen wieder weiter. Wie die alle mit Normalattacken auf Geist-Pokémon draufhauen. Okay, Leon, lass dir schmecken. Geld. Und wieder eine Box. Okay, Sackgasse. Der Donnerschock von Domi ist mittlerweile auch schon wieder kurz vom nächsten Level ab. Ich bequem mich dann schon langsam mal wieder zur Treppe und überprüfen wir bloß mal ganz kurz, wie es mit den Attackenpunkten von den Kollegen aussieht. Na gut, bis auf den Mogelhieb mal wieder alles noch einigermaßen okay. Bei Viridium sieht es bloß nicht ganz so gut aus. Ist die Gute dieses Mal in viele Pokémon reingerannt, wie es aussieht.
Je, Kalkklinge aufpoliert. Sind wir schon bei 16 Attackenpunkten. Und da kommt schon wieder der Wind. Wieder ein Defense-Schal. Na gut, die ganzen überschüssigen Schals kann ich alle bei Kecleon verkaufen. Wie ich das wieder liebe. Okay, komplette Sackgasse und das ganze Team rennt rein. Die Silberbeere hier nehmen wir auch noch mit. Das ist aber eine sehr kleine Ebene. Okay. Komm her. Wie der Tackle inzwischen einfach schon 30 Attackenpunkte hat. Wie viel hat denn der Ruckzuckhieb eigentlich schon? Gut, 24 ist auch schon einiges. Und Level 20 für Emolga. Und Level 18 für mich, das heißt, dass es auch gleich Level 18 für Domi ist. Und der lernt eine neue Attacke, was lernt er denn? Elektroball. Ui, sehr schön, er kriegt endlich eine vierte Attacke zum Angreifen. Ich weiß, dass Donnerwelle und Elektroball eine gute Kombination sind, aber trotzdem, die KI kapiert das mit der Donnerwelle hier leider nicht so richtig. Wenn ich Pikachu selbst spielen würde, hätte ich die beiden Attacken zusammen benutzt. Ein Flapterix. Hör auf, dich zu boosten, komm her. Boostet er ewig und dann, was macht er dann? Egelsamen. Richtig gut programmierte KI, nenne ich sowas. Webelion, meine Partner laufen frei im Dungeon rum, damit die möglichst schnell alle möglichen Gegner verkloppen können, die da rumrennen, um möglichst schnell XP zu farmen. Und nebenbei auch die Attacken zu trainieren.
Wieso muss eigentlich ich immer diesen dämlichen Konfusstrahl abkriegen? Wie schaut's mit den Attacken aus? Mittlerweile nicht mehr ganz so gut. Viridium hat noch genau einen Doppelkick. Ich sollte das möglichst schnell beenden oder ich gebe ihr ein Top-Elixier. Naja, in dem Spiel lässt sich das halt super schön machen, weil es in dem Spiel keinen Hungerbalken gibt und dadurch kann ich so lange, bis der Wind kommt, auf den Ebenen bleiben und zumindest so lange, bis mir die Attackenpunkte nicht ausgehen. Nachdem Viridium inzwischen schon out of AP ist, ja, man merkt, Viridium setzt schon Verzweifler ein. Ich glaube, wir können, wobei, ich bin jetzt geizig. Viridium, du kommst mit mir mit, der Rest kann weiter rumrennen. Okay. Da haben wir unser Azurill schon gefunden. Und wir verlassen hier an dieser Stelle dann schon mal den Dungeon. So. 200 Poke, Schimmermetall und einen kostbaren Zweig. Und außerdem einen Plosivsamen und wieder 40 Punkte. Und wir haben den Paradiesrang Bronze erreicht. Ging ja schnell. Wir kriegen eine Belohnung für den Rangaufstieg. Ah ja, wir haben jetzt 32 Items im Beutel und ich kann den Schatztaucher bauen und das Blendsamenfeld und das Chaossamenfeld und das Taubsamenfeld und den Losstand und das Käferdojo und das Giftdojo und das Gesteinsdojo und wir haben außerdem 2 Belebersamen bekommen und 3 Sinelbeeren. Und ein Pflanzengeschenk. Das wurde ich heute schon mal gefragt, Leon. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich heute spielen werde, aber ich würde jetzt an dieser Stelle sowieso erstmal meine erste kleine Streampause einlegen. Ich spiele schon wieder seit über 1,5 Stunden. Ich musste zwar diesmal nicht so viel vorlesen, aber ich brauche gerade was zum Trinken und ja. Ich mache hier an der Stelle jetzt einfach mal eine kleine Pause. Wir sehen uns gleich wieder.